herzliche Grüße hier aus dem Europaparlament. Mein Name ist Arne Lietz, ich bin der SPD-Europaabgeordnete für Sachsen-Anhalt. Und ich freue mich außerordentlich, dass es heute in Wittenberg, in meiner Stadt, wo ich wohne, einen Spaziergang durch die Stadt gab zum Thema Fairtrade, Fairtrade-Städte. Das ist ein Thema, das beschäftigt uns hier im Europaparlament. Wir haben manchmal Schülergruppen, die aus verschiedenen Ländern kommen und erzählen, dass sie in ihren Schulen Fairtrade-Produkte jetzt anbieten wollen. Aber auch Städte, die hier vorbeikommen und fragen, wie das angeht, dass man fairen Handel auch organisieren kann, welche Länder zusammenarbeiten. Selbst dafür gibt es Fonds, europäische Mittel, Städte zusammenzubringen. Und jetzt sind wir hoffentlich dabei, neben Halle und Magdeburg und Wernigerode auch in Wittenberg Fairtrade-Stadt zu werden. Ein Aspekt ist mir besonders wichtig in meiner Arbeit im Europaparlament zum Thema faire Lieferketten, Fairtrade auch im Textilbereich. Wir haben einen besonderen Tag, den Rana Plaza Tag und die Rana Plaza Woche. Das ist ein Ereignis gewesen, wo in Bangladesch eine Fabrik eingestürzt ist. Über 1000 Menschen haben dort ihr Leben verloren, sind verletzt worden. Und vor dem Hintergrund gedenken wir nicht nur diesem Ereignis, sondern wir fordern faire und transparente Lieferketten. Und es gibt eine Kampagne der Zivilgesellschaft, eine Kampagne der Textilwirtschaft, eine Kampagne der Designer, die hat in London begonnen. Die heißt Fashion Revolution und Fashion Revolution Week ist diese Woche. Nicht nur in London, wo ich letztes Jahr noch war, sondern auch in Leipzig, die letztes Jahr begonnen haben, und Halle, wo ich Schirmherr bin. Fashion Revolution Week, wo man das thematisiert, dass keine Kinderarbeit, dass faire Lieferketten eben auch in guten Löhnen für die Menschen wichtig sind, dass die Chemikalien verwendet werden, die keine Krebs erzeugen, aber auch die Umwelt nicht zerstören. Das sind wichtige Themen, die in einer Kampagne vorangebracht werden. Wir haben hier eine Resolution im Europaparlament gehabt, die ich mit vorangebracht habe. Ein deutsches Textilbündnis nimmt sich dieses Themas an, querbeet von der Wirtschaft, von den NGOs, den Kirchen, den Gewerkschaftsvertretern. Und diese Kampagne gilt es jetzt auch weiterzumachen. Und Fashion Revolution Week ist so ein gutes Mittel, um das Bewusstsein zu stärken. Und von da habe ich etwas mitgebracht, macht das Henrike Heierberg vor Ort, nämlich Who Made My Clothes? Das ist eines der Kampagnenthemen, wo die Menschen ihr sozusagen Schild, wer macht meine Bekleidung, wer stellt sie her, das halten die neben ihrer eigenen Textilien, neben eigenen Marken, man kann das Brand hinten auch sehen. Und die zeigen einfach, dass sie wissen wollen, wer ihre Textilien macht und die Marken dadurch herausfordern, eine Transparenz in den Lieferketten herzustellen. Und diesbezüglich lade ich Sie ganz herzlich ein, mitzumachen, auch wenn Sie nicht nach Halle kommen können, wo wir am Freitag noch eine Modenschau machen, an der Universität auch über das Thema sprechen. Selber aktiv zu werden in Wittenberg, Who Made My Clothes, halten Sie das Schild neben eines Ihrer Textilien und schicken Sie das an die Brands, an die Unternehmen, wo Sie das gekauft haben, und beteiligen Sie sich damit an der Fashion Revolution Week. Hier unten gibt es auch kleine Hashtags noch, Who Made My Clothes und fashionrevolution.org. Zeichnen Sie das mit auf bei Social Media, bei Instagram, Twitter, Facebook, wo Sie unterwegs sind. Von daher noch gute Gespräche aus dem Europaparlament. Viel Erfolg. Ich hoffe, Wittenberg wird bald Fairtrade-Stadt werden. Und besuchen Sie mich hier im Europaparlament oder folgen Sie den Themen auch auf meiner Webseite. Fashion Revolution Woche, Halle Leipzig, wo ich Schirmherr bin, für Halle, ist auf der Webseite mit drauf. Gucken Sie rein und haben Sie noch gute Gespräche. Tschüss.